Jedes Jahr helfen knapp 280.000 erfahrene und qualifizierte osteuropäische Saisonarbeiter unseren Bauern bei wichtigen Ernte-, Pflanz- und Pflegearbeiten. Ohne diese wichtigen Erntehelfer wären unsere Obst-, Gemüse-, Wein- und Hopfenernten gefährdet. Am 24. März wurde die Einreise der Erntehelfer von der Bundesregierung verboten. Die Situation war aber bereits vor der deutschen Grenzschließung heikel, weil andere EU-Staaten die Grenzen schon vorher geschlossen hatten. Laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft konnten im März nur knapp 20.000 Saisonarbeiter zu uns kommen. Gerade die Versorgung der Bevölkerung mit frischem Obst und Gemüse hat aber in der Corona-Krise eine ganz besondere Priorität. Wir haben in unserem Antrag Anreize für mehr Erntehelfer in der Landwirtschaft während der Corona-Krise, deshalb umfangreiche Anreize für inländische Erntehelfer gefordert. Um die Bauern in die Lage zu versetzen, höhere Stundenlöhne zu zahlen, sollen sie von den Steuerabgaben, die im Rahmen der Beschäftigung von Erntehelfer anfallen, befreit werden. Zusätzlich sollen die Freibeträge für Arbeitslose deutlich angehoben werden. Bei ALG 1 liegt der Freibetrag bei 165 Euro und bei ALG 2 bei 100 Euro. Wir möchten, dass der Lohn für die Tätigkeit als Erntehelfer nicht von den Arbeitslosenleistungen abgezogen wird. Das wäre doch ein großer Anreiz für viele Arbeitslose. Schließlich soll die sogenannte Berufsmäßigkeit für kurzfristige Beschäftigung ausgesetzt werden. Das ist deshalb wichtig, damit die Tätigkeiten als Erntehelfer sozialversicherungsfrei sind. Insbesondere für Personen in Kurzarbeit wäre das ein massiver Anreiz. Wir freuen uns über die vielen Menschen, die sich freiwillig als Erntehelfer gemeldet haben. Uns ist aber auch klar, dass unerfahrene inländische Erntehelfer die osteuropäischen Erntehelfer wahrscheinlich nicht ganz ersetzen können. Deshalb haben wir parallel zu diesen Maßnahmen die Einreisegenehmigung für die osteuropäischen Erntehelfer unter angemessenen gesundheitlichen Vorkehrungen gefordert. Seit Anfang April hat die Bundesregierung das auf Druck der AfD zum Glück wieder ermöglicht. Hoffentlich war das nicht zu spät. Jetzt neu: Abonnieren Sie den Newsletter der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Wir informieren wöchentlich über unsere parlamentarische Arbeit, unsere Anträge und Initiativen, anstehende Veranstaltungen und vieles mehr. Einfach auf afdbundestag.de/newsletter gehen, E-Mail-Adresse eintragen und absenden.